Das Thema der Klimaneutralität des Gebäudebestandes beschäftigt uns ja schon lange und in dem Zuge wurden wir konfrontiert mit der Wiederverwertung von Architektur, haben viel über Material geredet und wir haben dem Ganzen auch drei Hefte gewidmet. Ganz am Anfang haben wir über Architektur geschrieben, dabei festgestellt, dass das Problem doch komplexer ist und unterschiedliche Maßstäbe und unterschiedliche Schichten auch der Stadt betrifft. Und deswegen haben wir zwei Stadtbauwelten dem gewidmet und auch diese Aspekte der kreislauffähigen Stadt, aber auch der Gesellschaft in der Stadt berücksichtigt. Und das bilden wir hier auf dem Kongress mit Referentinnen und Referenten, die auch Autoren bei uns waren, ab. Das Gold der Stadt ist natürlich die gebaute Umwelt, also alles, was schon existiert, was vorhanden ist, als Infrastruktur, als Gebäude, aber auch als einzelnes Bauteil. Und ich denke, wir sollten, bevor wir Bauteile wiederverwenden, erstmal einen Gang runterfahren, erstmal sagen, okay, was haben wir eigentlich und was können wir in der bestehenden Struktur erhalten, wie es ist. Also ich glaube, das ist das Allerwichtigste und da jetzt nicht panisch werden und vorschnelle Entscheidungen treffen und gegebenenfalls abreißen, sondern erstmal gucken, was ist überhaupt die Nutzung, wie können wir es vielleicht umnutzen. Also ich denke, das ist die Basis eigentlich, auf der wir arbeiten. Und wenn es dann doch eben in Refurbishments geht oder Rückbau, sollten wir eben das nutzen, was vorhanden ist, für unsere Neubauten, unsere Umbauten lieber haben als brauchen. Unser Thema dieses Jahr ist das Gold der Stadt. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass es eine ganze Menge wertvolle Dinge in der Stadt zu heben gibt. Neben rein materiellen Sachen wie Gebäuden oder städtischen Strukturen, Infrastrukturen, die man weiter nutzen kann, umnutzen kann. Eben auch die Vorstellung, dass es bestimmte Ideen in der Stadt gibt, die wichtig sind, dass es gesellschaftliche Strukturen in der Stadt gibt, auf die man sich stützen kann und die man weiterentwickeln kann. You need a huge political will and you need a huge revolution actually, and I think you in Germany, you've had several politicians that tried to do something about land, the land reform, and it didn't turn out very, very well. I think we were not ready back then, but I hope that now when people realize that, you know, when we have these very strong rains and storms, that the water needs a place to go, when the cities will become too hot and they realize that we need a lot more trees and a lot more cooling and all these things that need space, they'll understand that it is impossible for as long as land is really in private property. So land should be in the commons, because why should we be owners of land? What did we do to own land? You understand? It's just not, doesn't make sense. Like water and air is also not private property. So that's my point, is that land should be owned by nobody and we should be stewards, you know, like custodians. We should take care of land, but we shouldn't own it. Dieser Begriff langsame Ästhetik, der ist mir so einfach in den Sinn gekommen, vielleicht auch als Provokation, weil es so etwas Paradoxes hat, dass Ästhetik, die meistens etwas mit visuellen, also letztlich mit räumlichen Sachverhalten zu tun hat, mit der Geschwindigkeit oder mit der Zeitdimension verknüpft wird. Ich denke aber, das Zeitliche ist ebenso wichtig wie das Räumliche, also wie sich die Dinge verändern in der Zeit, wie man damit lebt, was man macht mit etwas, der Bestand und was darin passiert oder was damit gemacht wird. Gold is what we have and what's here. Trying to find ways to utilize whatever it is that's present and not imagine that it's not there and then trying to reimagine something from a blank page. So the gold of the city is everything that's here.